Vielen Dank, Frau Redepenning. Vielen Dank für die Einladung, hier sein zu können. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich auch bei diesem schlechten Wetter gekommen sind. Es geht um das immaterielle Kulturerbe im Zusammenhang mit Orgelbau und Orgelmusik. Und ich will Ihnen einiges, ich habe meinen Vortrag, wenn ich so will, vier geteilt, nämlich in diese kurze Einführung. Dann wollen wir den UNESCO-Bewerbungsfilm sehen. Dann will ich auf Orgelbau, Orgelmusik im Zusammenhang mit Denkmalpflege und dem Raum eingehen. Und dann gibt es noch eine Diskussion, kurz hoffentlich. Und dann hören Sie noch Musik. Und das alles soll in der Zeit, die auch die Vorlesung normalerweise hat, stattfinden. Ich werde mich also bemühen und eilen. Deswegen ganz kurz zum Verlauf des Verfahrens. Die Bundesrepublik Deutschland ist dem Vertrag, dem Abkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes sehr spät beigetreten. Im letzten Spiegel konnten Sie einen Artikel in der üblichen Suffisanz, aber mit den vielen Fakten auch lesen, darüber, weshalb. Den gibt es auch noch auf Spiegel Online, da können Sie draufklicken. Die Sache wurde relativ kurzfristig dann anberaumt, nationale Liste musste geschaffen werden und deswegen wurde im Oktober das Programm ausgeschrieben. Ich habe das erfahren über einen Orgelbauer, der sich an die Vereinigung der Orgelsachverständigen gewendet hatte und da ich schon viele Anträge geschrieben habe und eigentlich immer alle im ersten Durchgang schon erfolgreich durchgebracht hatte, war klar, ich muss es machen. Und das waren genau 10 Nächte Zeit. Und dann war die Abgabefrist. Also es ging dann dieser Antrag raus. 2014 war dann die Aufnahme ins nationale Verzeichnis. 2015 die Verleihung der Urkunde. 2015 im Spätjahr meldet sich bei mir die UNESCO in Berlin und sagt, ja, man hat beschlossen, Orgelbau, Orgelmusik soll auf die Welterbeliste, immaterielles Kulturerbe. Es muss einer den Antrag schreiben, können Sie es machen? Und dann habe ich gesagt, mache ich. Und dann musste schnell ein Finanzierungskonzept her für die Sache. Und ich konnte zum Glück auf Inhalte zurückgreifen, die ich die Jahre vorher schon gesammelt hatte, sodass die Fakten bei mir da waren. Und ich das Ganze nur noch in einen Text gießen musste, der dann nochmal x-mal politisch überarbeitet, also mit dem entsprechenden Vokabular versehen worden ist, dass auch dann in der englischen Version es für die Kommission, die das Auswahlverfahren dann geleitet hat oder begleitet hat, dann auch passend gemacht wurde. Und das war dann im März 2016 alles fertig. Da gibt es dann nachher vielleicht den Film, wenn die Technik funktioniert. Und anderthalb Jahre Prüfungszeit und im Dezember 2017 wurde dann am 7. Dezember die Aufnahme verkündet bei der Tagung in Südkorea. Und im September 2018 wurde die Urkunde verliehen. Worum geht es dabei? Orgelbau, Orgelmusik, das sind, wenn man hier in die Geschichte zurückgeht, ich zeige Ihnen das nachher anhand von Bildern, deswegen hier kurz, ungefähr 1250 Jahre Orgelkultur, die greifbar sind seit der karolingischen Renaissance. Und wenn Sie das in Generationen umrechnen, dann bedeutet das 50 Generationen Orgelbauer und 50 Generationen Organisten, die sich um dieses kulturelle Erbe bemüht haben und es ständig fortentwickelten und weiter fortentwickeln. Und das ist entscheidend. Aber dazu braucht es natürlich Rahmenbedingungen und da hilft natürlich der UNESCO-Status. Es geht um den Schutz auf der nationalen, internationalen Ebene. Es geht um die Akzeptanz und den Respekt vor den handwerklich-technischen und künstlerisch-musikalischen Leistungen der Orgelbau- und Orgelmusik ausübenden Menschen. Es muss ausreichend Kapazität zum Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Erweiterung der Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung von Orgelbauern und Orgelspielern bereitgestellt werden. Wir brauchen eine Förderung einer verstärkten Bildung des Bewusstseins um den Wert des Kulturgut Orgels. Und jetzt wird es natürlich wieder teuer gleich, weil Mittel eingestellt werden müssen aus privater und öffentlicher Hand.
Und wir brauchen auch, und das ist ganz klar, staatliche Förderprogramme, die über das hinausgehen, was die länderbezogene Denkmalpflege zu leisten vermag, die in vielen Bundesländern mehr zahnloser Tiger ist, als dass sie noch irgendetwas da liefern kann. In Baden-Württemberg rutscht die Orgel bei den Förderungen auch meistens unten durch. Aber ich habe auch da einige Instrumente, die wertvoll sind, in die Restaurierung hineingebracht, die gefördert werden. Nächste Woche schließe ich ein Projekt wieder ab. Da, bei dieser staatlichen Sache können wir auf eins gehen. Es gibt 2016 oder es gab 2016 durch den Bundestag Sondermittel, die bereitgestellt wurden, nämlich 5 Millionen Euro und 2017 4,76 Millionen Euro zur Förderung der Restaurierung und Modernisierung, so heißt dieses Förderprogramm ursprünglich, von national bedeutsamen Orgeln. Die wurden bereitgestellt deswegen, weil die Bundesregierung natürlich zeigen wollte, während der Bewerbungsphase um den Welterbetitel, dass man hier auch was tut. Und dann war der Welterbetitel verliehen und der nächste Bundeshaushalt, Sie wissen auch warum, wurde verspätet verabschiedet, nämlich ja erst dieses Jahr im März oder April gar, oder Mai war es, so. Und in dieser Zeit war es, oder es war da sehr schwierig, überhaupt etwas zu erfahren, was jetzt mit weiterem Förderprogramm ist. Aber, wie es der Zufall will, fuhr ein Kollege von einer Tagung in der Bahn, erste Klasse, zurück nach Berlin, wo er lebt, und sitzt einer jungen Dame gegenüber, die in streng vertraulichen Papieren blättert. Das war eine Mitarbeiterin eines Bundestagsabgeordneten, die, wie sie sagte, den Entwurf für den nächsten Bundeshaushalt gerade für ihren Chef Korrektur liest oder gegenliest und seinen Kommentar dann vorbereitet, also um ihn zu informieren. Und dann fragt mein Kollege, ja, steht da was über Orgeln drin? Und dann sagt die, ja, so von ein paar Seiten habe ich da was gelesen. Und ja, und was steht da drin? Und es steht drin, dass 2016 5 Millionen, 2017 4,7 Millionen Euro bereitgestellt worden sind und dass die Großteil der Summe bereits abgerufen ist, aber was für 2018 steht, null drin. Und dann hat er gefragt, ob er ein Foto machen darf von der Seite, streng vertraulich. Hat er gemacht, hat er mir geschickt und daraufhin konnte ich dann reagieren. Und habe mich dann mit einigen Abgeordneten kurzgeschlossen und habe gesagt, so geht es eigentlich nicht. Man kann sich nicht mit fremden Federn schmücken, ohne danach zu zahlen. Und daraufhin wurde in das nationale Förderprogramm für Denkmäler eine Klausel eingebaut, dass darunter insbesondere Orgeln zu rechnen sind und der Etat von bisher 25 Millionen zunächst auf 30 und dann auf 40 Millionen aufgestockt. Also das heißt, es stehen für die Restaurierung bedeutsamer Orgeln nun weitere Fördergelder direkt vom Bund zur Verfügung. Der Andrang ist gut und groß. Das ist zwar im Vergleich zu dem, was in andere Positionen hineinfließt, relativ wenig, aber immerhin ein Signal, auch wichtig für Kirchengemeinden oder aber auch Besitzer, Eigentümer von Instrumenten, dass also auch von dieser Seite eine Wahrnehmung erfolgt und auch eine Förderung. Zusätzlich mit Landesmitteln ergibt es dann doch schon einen ganz guten Betrag. Ich zeige Ihnen nachher kurz ein Projekt, das gefördert wird. Es gibt die UNESCO-Seiten, da können Sie sich draufklicken und informieren zum Orgelbau und zur Orgelmusik. Da sind auch die Statements, da gibt der Politiker, da gibt es dann auch viele Informationen drumherum, da gibt es dann auch Interviews mit Orgelbauern, Organisten, es gibt verschiedene Filme, die auch noch eingespielt sind. Die Vereinigung der Orgelsachverständigen hat das Ganze maßgeblich betrieben, das lief dann über meinen Schreibtisch im Oberkirchenrat und es gibt eine Krönung des deutschen Orgelbaus, ein Büchlein, das ganz informativ ist, das kriegen Sie im Buchhandel und das ist das Logo, das offiziell gestaltet worden ist, Eintrag im bundesweiten Verzeichnis und in der repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit, Orgelbau und Orgelmusik.
Soweit mein erster Teil mit den Rahmeninformationen zu diesem Kulturerbe. Wichtig ist, das gilt auch für alle anderen Handwerke, Kultur, Leistungen, Kulturationen, für Traditionen. Wichtig ist, dass man bei solchen Bewerbungen nicht nur die Basis schafft mit der Bewerbung, sondern danach auch nervt die entscheidenden Leute, also das heißt dranbleibt am Ball, um immer wieder und Rückfragen hält, um immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, uns gibt es hier und wir haben besonderes Interesse. Und in Anbetracht der Zahlen, die ja für sich sprechen, ist das ganz klar. Wir haben in Deutschland 50.000 Instrumente etwa. Davon sind gut die Hälfte als historische Orgeln einzustufen, mittlerweile, also das heißt einschließlich der 1960er Jahre, bis in mittelalterliche Substanz, also 12. bis 13. Jahrhundert, Osthönnen zum Beispiel, oder ich hatte vor kurzem Orgelpfeifen aus Ende 14. Jahrhundert in der Hand in Osnabrück, Bleipfeifen, unheimlich schwer. Also da ist viel aus dieser Zeit auch noch da. Und es gibt 3.500 hauptamtliche Organisten deutschlandweit. Es gibt Zehntausende Nebenamtliche, von denen die Klavier spielen und nebenher noch Orgel, bis hin zu exzellenten D- und vor allem C-Musikern, die dieses Repertoire pflegen an den Instrumenten. Es gibt Hausorgelbauer, Dilettanten in Anführungszeichen, die was ganz anderes machen, aber sich eine Hausorgel gebaut haben. Also das ist präsent. Der Musikmarkt ist voll, auch von Orgel-CDs. Und natürlich Noten gibt es in den entsprechenden Verlagen, es ist alles greifbar. Und das werden wir jetzt in diesem Film, wenn er funktioniert, funktioniert er? Noch nicht? Dann gehe ich ins nächste über, vielleicht können wir den Film auch nachher noch gucken. Dann wollen wir uns mal das hier anschauen, meine zweite Präsentation, nämlich es geht um die Orgelgeschichte und die Orgel und den Raum. Definieren wir eine Orgel. Die Orgel ist ein Blasinstrument mit Pfeifen, dessen Töne durch das Öffnen von Ventilen in einen unter Winddruck befindlichen Kasten mittels Tasten erzeugt werden, auf dem die Pfeifen stehen. Das ist alles. Der Klang hat Signalcharakter und jetzt wird es interessant, ein Raum zum Widerhall des Schalls ist erstmal nicht zwingend notwendig. Beispiele. Vielleicht war im Kastell in Ladenburg eine Einheit, die mit Orgeln ausgerüstet waren, also sprich eine römische Legion. Denn das war üblich, die römischen Legionen hatten die sogenannte Hydraulis, also Wasserdruck oder über Wasserdruck funktionierende Orgeln. Wasserdruck erzeugt Winddruck, eine Hydraulik im wahrsten Sinn des Wortes, die dann hier in dem entsprechenden Windkasten, also gepumpt wird, und im Windkasten wird die komprimierte Luft eingelassen und dann drückt man auf Tasten oder zieht an Hebeln, gab verschiedene Konstruktionen, und dann hat man den entsprechenden Ton. Wir kennen zum Beispiel aus Aquincum, das Heerlager im heutigen Budapest, sogar die Organisten, die dort tätig waren, nämlich die es gab einen Organisten und seine Frau, den Namen des Organisten kennen wir nicht, aber Sabrina, die im Jahr 228 nach Christus gestorben ist, konnte angeblich lieblicher auf der Orgel spielen als ihr Mann. Also sie war Legionärsorganistin und wenn sie die Christenverfolgung im Kolosseum oder im Circus Maximus, so es sie dort gegeben hat, dann tatsächlich sich vorstellen, dann war dort ein Heidenlärm, nicht nur vom Jubel der Leute, beim Abschlachten und durch der Christen durch die Tiere, sondern es waren dort Orgeln installiert und dann ist doch der Weg verwunderlich. Die Orgel wird vom Saulus zum Paulus in der karolingischen Renaissance. Also möglicherweise beginnt die oberrheinische Orgelgeschichte am Limes in Ladenburg. Wir haben zum Beispiel auch Freiluftorgeln beim Triumphzug Maximilians in Innsbruck.
Oder in Österreich und Süddeutschland gibt es die sogenannten Hornwerke. Das sind Pfeifen, Teilwerke einer Orgel, die nicht nach innen in die Kirche abstrahlen, sondern nach außen. Das heißt, das liturgische Geschehen, das außen stattfindet, bei Prozessionen, lässt sich durch Orgelklang entsprechend begleiten. Meistens auch in Kombination mit Bläsern, also Blech und den Glocken. Deswegen, wenn Sie zum Beispiel in Weingarten in der Basilika durch das Portal einschreiten bei vollem Glockengeläut und auf der Orgel wird das tiefe C gestimmt, dann erleben Sie nicht den Klangbruch, sondern dieser Klang der Glocken, der Doppler-Effekt, der normalerweise entsteht, wird genau aufgenommen und geht in die Kirche hinein und Sie gehen weiter in C-Dur. Ja, das war ein Effekt, das war das Gesamtkunstwerk Kirche, dieses Theater, das dort stattgefunden hat, also Spectare Missam, da gehörte das dazu. Die Leute waren beeindruckt, die wurden im Klang empfangen und keine andere Funktion hat zum Beispiel dort diese Riesenorgel, als einfach nur Lärm zu machen bei Prozessionen am Anfang und am Schluss. Den Rest machte man mit Chororgel und Gregorianik. Wir haben dann aus späterer Zeit, 1931 erbaut, die Heldenorgel in Kufstein, die auch heute noch klingt, ein Mahnmal für die gefallenen Helden aus Deutsch-Österreich, also sprich vereint gegen den Feind gezogen und jetzt wird daran erinnert, ein Vorläufer der nationalsozialistischen Feierorgel. Dann haben wir die lauteste Orgel in Europa, die in Korea steht, auf dem Expo-Gelände, 2012 erbaut, die also den Druck durch die Pfeifen durchgibt wie Schiffssirenen. Sie können dort über eine Klaviatur aber spielen. Es geht uns jetzt um Orgel und Klang und Raum. Und da muss man natürlich sehen, eine Orgel ist ein Individuum. Jede Orgel, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die als Serie gebaut werden, jede Orgel wird individuell errichtet und bezogen auf einen ganz bestimmten Raum, auf ganz bestimmte liturgische Vorgaben hin, auf ganz bestimmte akustische oder aber auch architektonische Belange hin abgestimmt. Und jetzt muss das alles bedacht werden in der Überlegung. Also wir müssen wissen, wie ist der Raum beschaffen, Größe, Form, Stil, Nutzung. Wir brauchen dann eine passende klangliche Konzeption, das ist die Disposition, das sind die Klangfarben für die musikalische Ausrichtung. Es muss dann konstruiert werden. Eine Orgel wird immer von innen nach außen konstruiert, nie umgekehrt. Das heißt, wenn Sie ein historisches Gehäuse haben, dann müssen Sie natürlich auch von außen her nach innen konstruieren, aber da haben Sie die Vorgabe und sehen auch schon, wo einstens die Windladen waren und wie das alles war im Prinzip. Also da lässt sich dann auch wieder vieles abnehmen, aber bei einem Neubau wird erstmal gedacht, man geht vom Klanglichen aus, vom Architektonischen und dann wird konstruiert, wo kommt welches Teilwerk hin, sinnvollerweise, damit es so in den Raum abstrahlen kann. Das bedeutet aber, die Teile müssen positioniert werden, es müssen die Trakturen richtig laufen, das sind die Verbindungen zwischen Taste und Ventil. Auch da noch mehr, die architektonischen Formen müssen festgelegt werden und man muss sich auch zuletzt entscheiden oder vielleicht auch schon von Anfang an, wohin man dieses Instrument denn stellen will im Raum. Gibt es eine Empore, einen Chor, ein Seitenschiff, ein Schwalbennest, eine Bühne oder hier verdeckt oben auf einer zweiten Empore? Wie ist die Größe, die Zahl der Register? Was sind die ästhetischen Vorgaben zur Gestaltung des Gehäuses? Ist es barock, neobarock? Ist es ein modernistisches, ein avantgardistisches? Sind Notwendigkeiten von baulichen Veränderungen im Raum da? Wie ist der Platzbedarf? Wie sieht es aus mit der Statik, die Fenster, die Beleuchtung, die elektrischen Anschlüsse und so fort? Da gibt es Richtwerte, die können wir jetzt überspringen. Eine technische Seite an der Orgel. Sie sehen hier den Organisten stilisiert, der drückt die Tasten in Manual mit den Händen und Füßen, Pedal. Und dann die braunen Leisten sind Trakturen, sind Hebel, die Ventile in den Windladen, die sind grün gekennzeichnet, öffnen und die Ventile selber sind dann rot gekennzeichnet. Und darauf stehen dann auf den Stöcken in lila-blau die verschiedenen Bauformen von Pfeifen. Je nachdem, wie die Pfeife gebaut ist, klingt sie. Und
über diese kleinen orangen, hier als Klötzchen erscheinenden Teile, das sind die Schleifen, lassen sich diese Register ein- und ausschalten. Im Prinzip ist das ganz einfach. Ja? Es hat ein paar hundert Jahre drauf gedauert, bis man drauf kam, wie das Ganze geht, aber im Prinzip ist es eigentlich eine logische Sache, die einfach nur den Gesetzen der Hebeltechnik folgt. Und dann galt dieses System bis ungefähr in die 1840er Jahre, dann wird es abgelöst von der Kegellade, ist jetzt zu weitführend, aber daraus entwickelt sich dann ein pneumatisches System. Das heißt, was Sie vorhin als braune mechanische Wege gesehen haben, als Hebel gesehen haben, werden jetzt Bleiröhrchen und durch diese Bleiröhrchen wird komprimierte Luft durchgejagt und es gibt vorne ein Ventil an der Taste, bei Tastendruck wird geöffnet, Luft geht in dieses Röhrchen hinein und lässt dann in der Windlade ein anderes Ventil aufschnappen oder zufallen, je nachdem, wie das konstruiert ist, sodass sich dann wiederum der Ton an der Pfeife bilden kann. Das ist das pneumatische System, das sehen Sie jetzt links und Sie sehen ganz links einen komplizierten Spieltisch mit hunderten von Bleirohren. Das sind nur 14 Register, nur 18 Register in dieser Orgel, aber Berge von Blei. Eigentlich heute alles verboten und man muss auch sagen, beinahe hätte ja die EU-Kommission vor 3 Jahren den Orgelbau verboten. Denn in den Bleiverordnungen, die herausgegeben worden sind, war der Orgelbau nicht aufgenommen als Ausnahme, sondern er wäre darunter gefallen. Das heißt, die Orgelbauer hätten dann Papier, Pappe oder Holzpfeifen oder mit Pappröhrchen arbeiten sollen und hätten auch keine Motoren mehr betreiben dürfen, die irgendwie dieses Werk mit Wind versorgen, weil dann ist es eine Maschine mit Motor und dann ist es erst recht verboten nach EU-Norm. Und das konnte nur verhindert werden in einer konzertierten Aktion der ISO, International Society of Organ Builders, in der aus vielen Nationen die Orgelbauer sich zusammengeschlossen hatten und bei dem Europäischen Parlament interveniert hatten. Mein Kollege Martin Kares hat die Evangelische Kirche Deutschlands, die EKD und dann den Lutherischen Weltbund eingeschaltet. Ich bin über den Vatikan gegangen und habe dann in Brüssel vatikanische Vertretung alarmiert, dass da jetzt Unfug passiert. Und dann wurde das Ganze allmählich mit also viel Holzhammer, was man da brauchte, dann entsprechend zurückgebaut. Auch und die Ausnahmeregelung für die Orgel stand irgendwann auf dem Papier. Aber es war eine ganz mühsame Geschichte, bei der sich dann einige Abgeordnete tatsächlich wirklich eine goldene Pfeife verdient haben. Also positiv oder negativ, wie Sie wollen. Und wir haben dann als nächstes ein Mischsystem aus Elektro-Pneumatik. Das sehen Sie dann in der mittleren Spalte. Da finden Sie dann eine dreimanualige Orgel, die funktioniert so, dass über elektrische Impulse dann pneumatische Relais vor der Windlade geschaltet werden, die dann das Ventil öffnen. Und zuletzt haben wir eine elektromechanische Anlage, einen Neubau. In Lörrach steht das Instrument, da sehen Sie Elektromagnete, die in der Windlade dann die mechanischen Ventile nochmal unterstützen. Also es gibt alle möglichen Arten von Zusatzkonstruktionen mit Pneumatik und Elektrik. In der Geschichte gibt es jetzt verschiedene Sprünge machen. Wir haben Hausorgel zum Beispiel 18. Jahrhundert in der Schweiz. Das war die Sozialisation. Man hat dort in der Andacht Choräle gespielt auf so einem Instrument. Dann hat man die Kirchensachen weggeräumt und hat danach getanzt dazu. Tanzmusik drauf gespielt. Also das Instrument wurde nicht unheilig dadurch. Es gibt eine Hausorgel, ein sehr interessantes Instrument in der Villa Grundig in Baden-Baden, 1912 gebaut, mit einer Selbstspielanlage auf Rollen. Ganz spannendes Werk, das im Moment nicht besonders funktioniert, aber es ist wenigstens noch da. Wir haben Orgeln in Konzertsälen seit dem 17. Jahrhundert in England, wo solche aufgestellt worden sind. Wir haben ganz berühmt natürlich Ihre Heidelberger Stadthalle hier, die modernste Orgel der Welt 1903 oder zumindest mal Europas, als die gebaut wurde, nämlich ein elektrisch angesteuertes Werk, Elektropneumatik in Hightech für damalige Verhältnisse.
Voith war innovativ, hat zum Beispiel im Mannheimer Rosengarten oder in der Franz Liszt Musikakademie oder im Prager Smetana-Saal gebaut. Die Instrumente sind zum Teil erhalten oder rekonstruiert oder hier eine, die aus dem Konzertsaal in Trier stammt und dann etwas kastriert in einer Kirche aufgestellt worden ist. Oder in Frankfurt in der Paulskirche, da sehen Sie eine politische Verwendung der Orgel, nämlich Sie sehen es einerseits als Kirchennutzung, 1833 war die Orgel fertig von Walker und 1848-49 hängt das Germania-Plakat davor und die Parlamentarier sind unten versammelt und natürlich hat man auch hier patriotische Lieder und auch Choräle mit Orgelbegleitung gesungen. Ganz interessant, jüdische Tradition adaptiert die Orgel. Die Orgel ist genau wie der Kirchturm und die Glocke ein Zeichen der Assimilation des liberalen Judentums ab 1810. Da haben wir in Deutschland dann die ersten Synagogenorgeln, die entstehen. Ich habe hier jetzt ein Beispiel aus Konstanz der Synagoge und Sie sehen da ganz schön, die Synagoge spiegelt sich im Prospekt der Orgel wieder. Ja, da haben Sie das Instrument, das zum Glück nicht in der Reichspogromnacht zerstört worden ist, weil es bereits 1925 in die katholische Kirche St. Sebastian nach Donaueschingen-Hubertshofen transloziert worden ist und dort erhalten geblieben ist. Das ist eines jetzt der national bedeutsamen Instrumente, das jetzt zum Beispiel aus Landes- und Bundesmitteln heraus komplett, oder nicht komplett, aber zu großen Teilen gefördert wird in der Restaurierung. Das Projekt geht jetzt im Februar los und ich denke, nächstes Jahr im April ist die Orgel dann wieder im Originalzustand, wie sie 1898 war. Allerdings nicht mehr am originalen Standort, denn die Synagoge ist ja dann abgefackelt worden 1938 und man baut oder hat dort jetzt ein neues jüdisches Gemeindezentrum gebaut. Wir haben im Nationalsozialismus die Vereinnahmung der Orgel, das ist Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Die Halle, sehen Sie links oben, das ist eigentlich ein Jugendstilbau gewesen, Maschinenhalle, der dann umgefriemelt worden ist. Da stand eine Walker-Orgel mit 220 Registern drin, die größte Orgel damals Europas. Breslau hat dann nachgezogen mit der Jahrhunderthalle, die haben dann noch 6 Register mehr gebaut. 1938, damit sie noch größer ist. Aber rechts daneben sehen Sie, und unten ist eine Simulation in diesen Raum hinein, die Halle am Dutzendeich, da hatte Quelle ihr Lager drin, über viele Jahrzehnte hinweg, die ist nie fertig gebaut worden, da war eine Orgel mit 480 Registern vorgesehen. Da gibt es Planungen, übrigens diese Planungen sind gemacht worden von Herbert Haag, dem einen oder anderen wird das was sagen, Herbert Haag war hier in Heidelberg lange Leiter des Kirchenmusikalischen Instituts und Landeskirchenmusikdirektor und war vor dieser Zeit ein brauner Scherge vor dem Herrn, hat also seine Gottesdienste in der Christuskirche in Uniform gespielt und hat die Orgelarbeitsgemeinschaft Baden-Elsass der Hitlerjugend geleitet und hat dieses Projekt für diese große Orgel, für diese Monumentalorgel mitentworfen. Da sehen wir auch hier die Vereinnahmung im Dritten Reich Deutschland, das Land der Musik, der Reichsadler aus Orgelpfeifen bestehend. Und dann sehen Sie hier die Abnahme oder eine Prüfung einer Kommission, die an der Reichsparteitagsorgel in der Walker-Orgel mit 220 Registern sich das anschaut. Es spielt als Organist, den kennen Sie auch alle, der spätere Thomas-Organist und Thomas-Kantor Günther Ramin. Der ist stammt ja aus Karlsruhe, war als Reichsparteitagsorganist dort tätig. Und ganz rechts oben habe ich ein Bildlein reingemacht, die Hitlerjugend hatte ein eigenes Ausbildungssystem für Organisten, die dann in Feierhallen spielen sollten. Wir haben hier Wirtschaftswunder und Volkskirche. Linkes Bild zeigt, altes Bild zeigt die Situation vor 1970. Das war die alte Kirche mit einer Voith-Orgel und Sie sehen dann die neue Situation. Ein aufgebrochenes neues Instrument nach 1970 in Bad Dürrheim. Oder Umbau einer Hausorgel zu einer kleinen Kapellenorgel. Oder ein historisierter Neubau in
Tennenbronn mitten im Schwarzwald, wo ich die Orgel aus Hoffenheim, Walker Orgel von 1845, habe nachbauen lassen in eine moderne Situation hinein. Katholische Kirche wohlgemerkt, dieses Projekt wurde vom Ordinariat so nie genehmigt, weil wir eine evangelische Lösung durchgezogen haben. Also sprich, anstelle des Hochaltars gibt es jetzt eine Orgel, was dem Ganzen aber im liturgischen Geschehen, wie Sie jetzt sehen, keinen Abbruch tut. Funktioniert alles bestens in diesem Riesenchorraum, hat alles auf einer Musikinsel beisammen und kann gemeinsam das Lob Gottes verkünden. Karlsruhe, St. Stephan hat auch einen Riesenneubau bekommen. Oder hier in Heidelberg, St. Raphael, vor einiger Zeit eine norddeutsche Barockorgel. Oder in Seckenheim, um die Ecke, steht eine süddeutsche Barockorgel, beide 32 Register, jeweils in unterschiedlichen Stilen, jeweils für unterschiedliche Literatur aus dem, sagen wir mal, 17. bis beginnenden 19. Jahrhundert brauchbar, mit den entsprechenden Temperierungssystemen. Also das heißt, mit modifizierten, ich will nicht sagen Mitteltönigkeiten, aber auf jeden Fall Temperierungen, Stimmungen, die wesentlich besser sind als das, was ein normaler Flügel zu bieten hat, also besser als die Gleichstufigkeit. Oder ein, in Mannheim eine Restaurierung und Teilrekonstruktion einer Kriegsorgel von 1942 in der Liebfrauenkirche. Rückbau wieder. Oder das zum Beispiel finde ich immer noch innovativ, die Hand Gottes in Alpe d'Huez von Gloyker gebaut. Die Gloyker-Orgel, die es in Heidelberg gab, in der Bergheimer Kapelle, die ging letztes Jahr nach Paris. Die wird jetzt also in einer neuen Kirche dort spielen. Die Kapelle wurde ja aufgelöst und im Klinikum und die Orgel konnte man dann dorthin translozieren. Wenden wir uns dem Raum jetzt zu. Ich mache das am prominenten Beispiel Speyer, Dom. Das kennen Sie alle, da waren Sie alle schon. Der Dom ist ja auch nicht einheitlich, wie Sie an den verschiedenen Farben sehen. Der modernste Teil ist vorne, das Portal, das ist Heinrich Hübsch, also sprich Karlsruher Residenzbaumeister. Und dann gibt es verschiedene alte Teile, aber wir haben eine ewig lange Orgelgeschichte, die zurückgeht in die Bauzeit des Doms, nämlich eben Grundsteinlegung um das Jahr 1025 herum, 1030. Dort wurden bereits im Chorgestühl eine kleine Orgel installiert, das wissen wir. Die ist dann auch vermerkt und das zieht sich dann hin mit vielen Umbauten, Neubauten immer wieder. Und da habe ich jeweils die Bilder davon, da sehen Sie, wie ein Raum und auch die Moden sich da ganz anders jeweils präsentiert. Kommen wir ins Mittelalter hinein und sehen hier eine Situation, wie sie in Speyer gewesen sein könnte, also eine doppelte Orgel, Organa Duo. Es gibt da ein Preisgedicht von 1531 zur Speyerer Orgel, dass sie so aussah und dann auch entsprechend geklungen hat. Das ist eine Orgel, die ganz im Stil der Heidelberger Tradition, kann man sagen, gebaut worden ist, oder oberrheinischen Tradition, die zusammengefasst worden ist von Arnold Schlick, dem blinden Hoforganisten in Heidelberg, der damals der berühmteste Organist, ich würde sagen intergalaktisch war, also sprich, er war der Erste, der ein Orgelbautraktat auf Deutsch geschrieben hat und kein geringerer als Kaiser Maximilian schreibt ihm das Vorwort. Also das ist schon, zeigt schon, welche herausragende Position Schlick einnimmt. Und da sehen Sie das Titelkupfer. Ganz interessant, an der Orgel sitzt Frau Musica. Und Frau Musica, ich will jetzt gar nicht auf das andere weit eingehen, außer auf den, der die Bälge betätigt, das ist nämlich der Perkeo, ja, der Hofnarr hier, der in der Jesuitenkirche an der großen Orgel beim bestimmten Zug dann sich blicken lässt mit Schellengeklirr und Schellenklang. Der bläst also, der macht viel Wind, das Ganze ist ironisch natürlich gemeint. Und Frau Musica hat die Tracht an einer Kupplerin. Frau Musica ist also eine Kupplerin, die die Seelen miteinander verkuppelt, ja, und die Gefühle. Gut, dann ist der Dom zerstört, mehrfach durch die Franzosenkriege. Die Orgeln, die dort waren,
kennen wir nicht. Also wir wissen, dass welche dort waren, aber keine Bilder davon. Im Neubau erscheint als erstes diese Orgel 1824, die dann aber später nach Dreisen im Donnersberg transloziert wird. Die große Orgel 1840, Frosch aus München baut die, denn die Pfalz ist bayerisch oder umgekehrt, Bayern ist pfälzisch. Und ja, die Wittelsbacher Bayern konnten sich, oder die bayerischen Wittelsbacher haben die Fortpflanzung nicht geschafft und dann mussten die Pfälzer aushelfen. Also ist die Richtung so zu sehen. Und die Froschorgel kam dann also quasi komplett finanziert aus München hierher. Dann wurde gleich, und das ist jetzt das Problem bei großen Räumen, auch eine Chororgel benötigt, weil bei ungefähr 100 Meter Länge schaffen Sie natürlich die Distanz nicht mit nur einer Orgel. Den Raum in den Griff zu kriegen, da brauchen Sie zwei. Und dann gab es noch eine Chororgel, von der man auch musiziert hat, vor allem dann Chorgebet und Vespern und dergleichen. Große Orgel wird dann gebaut, eine Steinmeier-Orgel, damals eine der berühmtesten Firmen, in nicht nur Bayern, sondern überhaupt, und auf die Empore gestellt. Und Sie sehen, zwar schlecht, aber immerhin, man sieht so ein Neo- romanisch-gotisches Mischgehäuse, also irgendein Neo-Stil, den man da hat. Das Ganze wird 1941 so umgeplant, der Umbau kommt aber nicht zustande. Diese Orgel sollte so aussehen, sieht ein bisschen anders aus. 1958 wird eine kleine Chororgel vorne hingestellt, Interim, direkt auf das Grab eines Bischofs, der immer Atembeschwerden hatte. Da hat sich, weshalb sich dann eine Speyerer Bürgerin beim Domkapitel beschwert hat, dass man dem Armen mit seinem Asthma jetzt noch eine Orgel aufs Grab stellt. Da kriegt er ja gar keine Luft mehr und die Orgel nimmt mir alles weg. Ja, also eine hübsche Anekdote. Die wird aber ersetzt durch eine Chororgel von Walker 1955, in einen der Bögen eingelassen im Chorraum. Und die Hauptorgel wird jetzt umgebaut im neubarocken Stil, neobarock, sachlich, durch Scherpf. In die Kapelle wird auch eine Orgel eingebaut. Und letztlich wird dann das Ganze abgerissen aus dem Dom, abgetragen, und es wird ein Neubaukonzept gemacht mit insgesamt 118 Registern oder 117 Registern. Die Chororgel im vorderen Bereich, die also Chorfunktion und zugleich vom Hauptspieltisch aus oben spielbar ist als Fernwerk, und die große Orgel, wie sie jetzt da steht, die quasi die Domform von außen aufnimmt, wenn Sie von Heidelberg über Hockenheim nach Speyer fahren und Sie haben Gegenlicht, und dann Türme und Kuppel bilden dann ungefähr diese Silhouette, die die Pfeifen jetzt haben. Ja, das hat sich der Architekt dabei gedacht, das kam dann als Projekt durch. Ist interessant, vielleicht nicht passend, aber interessant. Und ist in sich ein geschlossenes Werk, das multifunktional natürlich zu nutzen ist. So sieht dann der Arbeitsplatz des Organisten aus, die Steuerungsanlage mit vier Manualen und den entsprechenden Schaltungen. Jetzt muss ich gerade mal auf die Uhr schauen, wie ich in der Zeit bin. Ja. Dann, das schaffen wir noch, einen Schnelldurchgang durch die Heidelberger Jesuitenkirche, weil das natürlich direkt neben Ihnen ist und auch eine interessante Orgelgeschichte mit sich bringt. Die Kirche ist ja erst im 18. Jahrhundert fertiggestellt worden und dann barockisiert worden danach. Sie wurde 1809 wurde sie Gemeindekirche, in dem die Katholiken ausgezogen sind aus der Heiliggeistkirche, die Simultankirche war, die aber noch weiter Simultankirche blieb. Und aber Pfarrkirche wurde dann die Jesuitenkirche. Und dann sehen Sie die Müller-Overmann-Krämer-Orgel, wie die wohl ausgesehen hat, an der Mozart gespielt hat. Die kam später nach Ziegelhausen in die alte Kirche, die auch nicht mehr als Kirche funktioniert, sondern bald Museum sein wird, und die blieb aber dort bis 1875. Dann baut man eine Orgel im maurischen Stil, weil man die ganze Kirche im
ja, in diesem neobyzantinischen Stil ausgestaltete, ausmalte. Sie sehen Deckengemälde oben mit Sternenhimmel und so weiter und dann eben eine maurische Orgel. Die hatte auch nicht lange Bestand, denn dann kam eine Steinmeier-Orgel im neubarocken Stil nach dem Zweiten Weltkrieg, die allerdings in mehreren Etappen gebaut wurde und deswegen nie funktionierte. Das war die größte Krücke, die mir jemals untergekommen ist, diese Orgel. Deswegen musste die raus, mit vielen Kämpfen gegen das Denkmalamt, aber man hatte keine andere Möglichkeit. Und es kam auf die Empore diese große sachliche oder beziehungsweise moderne architektonische gestaltete Orgel von der Firma Kuhn aus Männedorf in der Schweiz mit 57 Registern. Dann ging es darum, der große Raum braucht auch eine zweite Orgel, aber die muss was ganz anderes sein. Und das hieß jetzt, Klang und Raum zusammenzubringen und über architektonische Messungen zu machen. Und das ist jetzt gelungen hier im zweiten Joch. Wie Sie sehen, gehen die Wellen, also rechte Seite, die Wellen schlagen aus in den Raum und vom zweiten Joch aus kann ich tatsächlich die gesamte Kirche beschallen und habe eigentlich nur hinter, aber auch dort durch indirekten Schall wieder, trotzdem habe eigentlich überall den Orgelklang. Ja? Funktioniert ganz gut. Das ist die leere Stelle, die mittlerweile gefüllt ist in der Nähe der Kanzel. Welches Konzept macht man? Und da habe ich mich an das Werkstattbuch der Familie Wiegleb, die über 5 Generationen hier in Heidelberg gewirkt hat, also vom 18. ins 19. Jahrhundert hinein, dann herangemacht und habe gedacht, naja, Wiegleb führt direkt zu Bach, denn der Stammvater der Wieglebs kam aus Thüringen. Wir bauen jetzt eine Bachorgel, ganz im Sinne der Wieglebschen Tradition. Dazu gab es Vorplanung, wie die hätten aussehen können. Das sieht jetzt anders aus, aber das waren die Vorplanungen. Passt alles rein, man kommt an alles gut ran, ist alles gut wartbar. Sie sehen in der Mitte, wenn Sie die Längsseite betrachten, sehen Sie die Orgelpfeifen oder die Orgel ist relativ schmal. Dann sehen Sie hinten die Bälge. Dort war, wenn Sie sich erinnern, ein Beichtstuhl gestanden. Der steht jetzt auf der Empore. Da kann der Organist seine falschen Töne abbüßen. Und dann kamen dort die Bälge hinein, eine Balkanlage im barocken Stil. Und das wurde aus dem Ganzen, sodass jetzt Heidelberg über eine rekonstruierte Bachorgel verfügt zur ziemlich authentischen Darstellung der Musik aus eben dem 18. Jahrhundert in diesem Stil. Es ist ein historisch informierter Nachbau, genauso wie der Musiker, der dort spielt, Markus Uhl, oder egal wer, eben im historisch informierten Stil dann auch artikulieren und spielen muss. Heidelberg bekommt jetzt eine, oder hat schon, aber die ist noch nicht ganz in Ordnung, eine zweite Orgel aus dem Barock, nämlich eine Originale, die von 1790 aus Ladenburg stammende, die jetzt als Chororgel in der Christuskirche installiert ist. Und damit ist Heidelberg eigentlich ganz gut, sowohl katholischer als auch evangelischerseits, mit den anderen Kirchen aufgestellt. Das Einzige, was wirklich nervt, ist katholische Kirche in Kirchheim, wo ein Elektronium steht, also so ein Ersatzinstrument für Orgelklänge. Aber auch dieses Problem wird sich bald lösen lassen und dann gibt es dort auch was Gescheites. Das war's in der Hinsicht. Ich bin natürlich schon wieder lang über der Zeit. Wollen wir kurz in den Film hineinschauen? Orgelbau und Orgelmusik, haben Sie Interesse? Ja, dann probieren wir, ob die Technik klappt. Die Orgel ist ein Gesamtkunstwerk aus Architektur, Technik und Klang. Beeindruckendes Resultat menschlichen Denkens und Tuns. Gewachsen im Spannungsfeld von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Musikalischer Glanzpunkt von orchestraler Strahlkraft. Das größte Musikinstrument mit natürlicher Tonerzeugung, die Orgel,
ist heute nahezu überall auf der Welt zu finden. Entstanden vor mehr als 2000 Jahren im hellenistischen Ägypten, kam sie über Byzanz nach Europa, wo sie ihre Heimat fand. Hier haben seit dem Mittelalter bis in die Gegenwart alle wesentlichen technischen und musikalischen Entwicklungen stattgefunden. Im Laufe der Jahrhunderte bildeten sich länder- und epochenspezifische Schulen, die sich gegenseitig beeinflussten. Die Orgel blickt also auf eine lange Geschichte zurück. Sie entwickelte sich als Kirchenorgel, Konzertsaalorgel, Salonorgel, Hausorgel, Kinoorgel, Drehorgel, Flötenuhr oder Orchestrion. Mit all diesen verschiedenen Formen prägte und prägt sie die musikalische Kultur und zieht die Menschen in ihren Bann. Nicht umsonst nannte sie Wolfgang Amadeus Mozart König der Instrumente. Auf Symposien und Kongressen tauschen sich Orgelfreunde aus und werden in Vorträgen über das Instrument, seine Geschichte und Musik informiert. Die Epoche des Barock war eine Blütezeit für Orgelbau und Orgelmusik. Mehr und mehr wurde das Instrument in den christlichen Kirchen zur Begleitung des Gemeindegesangs eingesetzt. Seither engagieren sich Menschen für die Anschaffung oder den Erhalt ihrer Orgel. Große Bedeutung erlangte ein repräsentativer Orgelstil, der an den Küsten von Nord- und Ostsee gepflegt wurde. Seither hat sich das Spektrum der Orgel erweitert. Individuelle Konzepte prägen den Orgelbau der Gegenwart. Um eine synästhetische Wahrnehmung zu schaffen, werden in dem besonderen Fall einer modernen Orgel Klang- und Lichteffekte miteinander kombiniert. Die Ausbildung zum Orgel- und Harmoniumbauer erfolgt in einer 3,5-jährigen Lehrzeit. Nach bzw. während der Tätigkeit als Geselle besteht die Chance, sich zum Meister und danach zum Restaurator fortzubilden. Zentrales Institut hierfür ist die Oskar-Walker-Schule, Bundesfachschule für Musikinstrumentenbau in Ludwigsburg. Hier werden angehende Orgelbauer aus aller Welt unterrichtet. Dabei stehen Theorie und Praxis in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Der Umgang mit natürlichen Materialien bildet einen Schwerpunkt. Der Beruf des Orgelbauers ist vielfältig. Dazu gehören zum Beispiel die Verarbeitung verschiedener Holzarten, das Gießen von Metallplatten auf Leintuch oder das Löten von Metallpfeifen. Diese Arbeiten werden vor und während des Prozesses der Planung und Herstellung einer Orgel in der Werkstatt durchgeführt. Damit aber aus den unterschiedlichen Bereichen ein Ganzes werden kann, muss der Orgelbauer die Anlage von Anfang an überblicken. Orgeln sind stets Einzelstücke, werden individuell für den jeweiligen Raum konzipiert und erst vor Ort gestimmt. Hierfür arbeiten Architekten, Orgelbauer und Musiker auf Augenhöhe zusammen. Der Orgelbau beruht noch immer auf den vor Jahrhunderten entwickelten handwerklichen Techniken, integriert jedoch Maschinen und Computer sinnvoll in die Abläufe der Produktion. Die Endfertigung geschieht stets in Handarbeit. Orgeln werden für Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte gebaut. Sie sind wahre Monumente der Nachhaltigkeit. Deshalb muss bei der Holzernte in langfristigen Zyklen gedacht werden. Es ist wichtig, welche Hölzer genutzt und wann sie geschlagen werden. Dafür sind generationenübergreifende Erfahrungen erforderlich. Die Orgel ist ein Blasinstrument, bei dem Luft, die in Bälgen verdichtet wird, Pfeifen aus Metall oder Holz zum Klingen bringt. Eine Organistin oder ein Organist steuern die Töne über Klaviaturen an. Wenn alle Einzelteile hergestellt sind, wird die Orgel an ihrem endgültigen Aufstellungsort zusammengesetzt. Die Orgel begleitet zentrale Stationen des menschlichen Lebens, von der Taufe über die Trauung bis zur Beerdigung. Ist eine Orgel in einer Kirche aufgebaut worden, wird sie in einem feierlichen Ritual ihrer Aufgabe zugeführt. Denn innerhalb der Gottesdienste soll sie, meist von ehrenamtlich tätigen, nebenberuflichen Organisten gespielt, die Liturgie mitgestalten. Orgeln in Kirchen oder Konzertsälen sind von jeher ein Signum für den Versammlungsort von Gemeinschaften. Sie zeigen über Staatsgrenzen hinweg den sozialen Treffpunkt an. Es gibt den Satz, Europa beginnt in der Dorfkirche. Und dort steht eine Orgel, die mit ihrem Klang auch einem Fremden das Gefühl von Heimat geben kann. Um eine Orgel in vollendeter Weise zum Erklingen zu bringen, ist ein Studium der Musik notwendig. Als spezielles Unterrichtsfach steht hierbei für die meisten Organisten die Improvisation im Lehrplan. Auch wenn das Spiel aus dem Affekt erfolgen soll, muss es den Regeln des musikalischen Satzes entsprechen und geübt werden. Ein Thema,
Beispielsweise die Melodie eines Chorals und seines dazugehörigen Textes wird mit Hilfe des Instruments interpretiert. Diese jahrhundertealte Kunst verlangt vom Spieler außer der technischen Versiertheit ein hohes Maß an Kreativität. Zu den Inhalten des Studiums zählt das Literaturspiel, also die künstlerische Interpretation eines komponierten Musikstücks. Es bedarf großer Sorgfalt und Genauigkeit bei der Erarbeitung der Partitur, denn es gilt, die Gewichtung jeder Note in ihrem strukturellen Zusammenhang klanglich zu erfassen. Nur so kann es letztlich gelingen, den emotionalen und intellektuellen Gehalt den Zuhörern glaubhaft zu vermitteln. Indem Komponisten die jeweiligen stilistischen Merkmale einer Epoche auf das Instrument adaptieren, bestimmen in der Orgelmusik Tradition und Innovation deren Entwicklung. Organisten zeichnen sich durch ein lebenslanges Lernen aus. Weiterbildungen auch außerhalb des eigenen Wirkungskreises und der Unterricht an bedeutenden Orgeln sind für sie selbstverständlich. Gemeinsam mit Orgelbauern und Organisten entwickeln Orgelsachverständige Konzepte für die Kreation neuer oder die Restaurierung alter Instrumente und deren Klanggebung. Die Ausbildung zum Orgelsachverständigen erfolgt innerhalb eines Hochschulstudiums. In Seminaren und bei Exkursionen werden die Grundlagen für eine fundierte Arbeit im Auftrag kirchlicher oder staatlicher Behörden gelegt. Dazu gehört die gemeinschaftliche Besichtigung von Instrumenten aus verschiedenen Bauzeiten, um deren besondere Charakteristika kennenzulernen. Die historische Orgel in der Stadthalle Heidelberg ist ein solches Objekt, weil sie einst mit ihren elektrischen Ton- und Registersteuerungen die modernste Orgel Europas gewesen ist. Die Dokumentation von aus dem Barock überkommenen Orgeln ist ebenfalls von Belang. An dem Pfeifen lassen sich nämlich die handwerklichen Spuren der Intonation ablesen und somit die Parameter des originalgetreuen Klangs beurteilen. Dieser Befund ist wichtig für die Interpretation der Musik, die möglichst wie zur Zeit ihrer Entstehung auf den Instrumenten gespielt werden soll. Auf verschiedene Arten sind die Orgel und ihre Kultur in der allgemeinen Öffentlichkeit präsent. Bei dem regelmäßig in der Orgelstadt Waldkirch stattfindenden Orgelfest stehen Drehorgeln und Musikautomaten im Mittelpunkt. Die Orgelkultur in Deutschland zeichnet sich durch unermüdliches und ehrenamtliches Engagement von Menschen mit großem Idealismus aus. Beim Engagement für die Zukunft von Orgelbau und Orgelmusik ist es wichtig, Kinder und Jugendliche an das Instrument heranzuführen. Das geschieht etwa an einem Tag der offenen Werkstatt. Spielerisch werden schon die Jüngsten mit dem Instrument und seiner komplexen Technik vertraut gemacht. Immer wieder unternehmen Organisten zusammen mit Künstlern aus anderen Bereichen den Versuch, das Wesen des Instruments neu zu definieren. Die expressive Verbindung von Orgel und Stummfilm, Orgel und Literatur, Orgel und Tanz oder Orgel und Pantomime eröffnen andersartige, bisher unerhörte Zugangsweisen. Mit ihrer künstlerischen Gestaltung und mit ihrem musikalischen Klang verleiht eine Orgel jedem Raum und jedem Baudenkmal eine zusätzliche Dimension in der Wahrnehmung des Besuchers. Die Orgel fasziniert Menschen sowohl als individuell gestaltetes, technisch komplexes Kunsthandwerk, als auch durch ihre unermesslichen klanglichen Möglichkeiten. Denn zwischen den Entwicklungen im Orgelbau und in der Orgelmusik ist immer eine kreative Wechselwirkung zu konstatieren. Die vielfältigen Kompetenzen um Orgelbau und Orgelmusik in Deutschland führen zu einem Reichtum der Orgelkunst. Orgelbau und Orgelmusik stehen für die aktive Tradierung von Kulturerbe in lebendigen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen durch die innovative Pflege und Weitergabe technisch-kunsthandwerklicher und musikalisch-künstlerischer Fähigkeiten.
So, meine Damen und Herren, ich bin mit den ersten drei Teilen durch. Sie dürfen fragen. Ich habe jetzt versucht, für jede Epoche, ich habe jetzt aus jedem Jahrhundert etwas rausgezogen, eine repräsentative Klangfarbe zu finden, wo Sie sich so ungefähr vorstellen könnten, was gemeint ist, was musikalisch gemeint ist dabei. Aber lassen Sie sich einfach auf die wirklich schöne Orgel und ihre Klänge ein.